Willkommen zurück. Weiter geht's bei uns mit der Firma Wanderer. Und bevor hier zu meiner Linken die Herrschaften übernehmen, schauen wir uns gleich noch ein Video an. Aber ich sag's ganz kurz, mit wem sie es gleich zu tun haben werden. Nämlich, das ist einmal Bastian Dölle, der Geschäftsführer. Ich darf begrüßen Sophia Negro, zuständig für Kommunikation und Presse. Und ich darf begrüßen Hans-Peter Nägele für den Vertrieb. Schön, dass Sie alle den Weg hier zu uns nach Stuttgart gefunden haben. Und bevor Sie dann wirklich ins Detail einsteigen können und uns erzählen, was es denn mit den einzelnen Produkten alles so auf sich hat, schauen wir uns doch einfach mal Bewegtbild zuerst an. Liebe Regie, Video los. Danke, dass wir heute hier sein dürfen. Heute ist große Premiere. Wir stellen erstmals den Wanderer vor. Wir sind Wanderer. Wir sind heute hier mit dem Team, nämlich HP, zuständig für Vertrieb. Basti, unser Geschäftsführer und technischer Leiter. Wolfgang betreut unseren Chat, also gerne fleißig Fragen stellen. Und mir, Sophia, ich kümmere mich um Kommunikation fürs Wanderer-Team. Zusammen sind wir Wanderer. Aber was verbindet uns eigentlich? Was ist die Essenz von Wanderer? Wanderer steht für die perfekte Verbindung zwischen Alltag und spontanem Abenteuer. Für einfach mal ausbrechen aus dem Alltag, für Freiheit und Freiraum. Wir kommen aus dem Allgäu, sind selber begeisterte Camper, Outdoor-Sportler und Naturliebhaber. Wir sind gerne unterwegs, sei es im Allgäu oder anderswo, beim Biken, beim Skifahren, beim Wandern, Hauptsache draußen. Bei uns ist einfach Work-Life-Balance nicht nur ein Schlagwort, sondern ein Versprechen. Nach der Arbeit noch zum Skifahren, Roadtrip am Wochenende oder abends mit Freunden an den See, das ist Wanderer.
Der Wanderer ist aufgrund von seinen kompakten Maßen maximal alltagstauglich, passt in jede Garage, passt in jede Parklücke und hat den Komfort eines PKWs. Trotzdem ist der Wanderer maximal flexibel und multifunktional, ist einsetzbar für viele mögliche Situationen, sei es zum Camping zu viert am Wochenende, den Familienausflug zu viert oder einfach als Alltagsauto. Der Wanderer bietet durch sein durchdachtes Möbeldesign und die cleveren Features maximalen Komfort, sei es zum Beispiel beim Fahren oder auch beim Schlafen, zum Beispiel durch die extra breite Liegefläche im Innenraum. Wir haben den Wanderer entwickelt für uns. Wir haben nach einem Auto gesucht, ein Alltagsfahrzeug, mit dem wir auch einfach mal raus können, mit dem wir einfach mal ausbrechen können und draußen sein können. Haben auf unsere eigenen Bedürfnisse und unsere eigenen Wünsche geschaut und den Wanderer so entwickelt. Das Feedback von außen war dann aber so groß und so positiv, dass wir uns überlegt haben, andere Leute könnten auch Wanderer werden und auch diesen Komfort zwischen Alltag und Freizeit verbinden. Leute können Wanderer werden, wenn sie allen Herausforderungen des Alltags und der Freizeit strotzen wollen und dazu das Tool, den Wanderer nutzen wollen. Last but not least, der Wanderer ist draußen zu Hause, wurde entwickelt von Outdoor-Liebhabern für Outdoor-Liebhaber, für kurze oder lange Abenteuer und einfach mal zurück in den Stadtalltag und wieder raus, wie es eben gerade so passt, wie das Leben so spielt. Viele Worte, man hat bisher wenig gesehen. Schauen wir uns das Ding einmal an. Kurzes Produktvideo, Film ab. Vielen Dank, Sophia. Ihr könnt mich hören. Für die Überleitung, wir haben es ja gerade schon gesehen, das Konzept des Wanderers. Ich würde ein bisschen mehr auf die wirkliche USPs, also ein bisschen Technik, Fahrzeug, Ausstattung eingehen. Das Konzept ist eigentlich nicht in Camper per se, sondern wir haben ein super funktionales Auto, das den Mehrwert bietet, eben zum Camperer in kürzester Zeit umzubauen oder das zu integrieren. Wir sind auf der Basis vom Citroën Berlingo XL im Anfang, dann auch später in anderen Fahrzeugen. Wir haben einen ganz normalen Fünfsitzer, den ich optional auf einen Siebensitzer umbauen kann. Wir sind sehr kompakt, das heißt, wir haben zwar irgendwo ein Auto, wo man drin schlafen kann, ja, aber wir haben immer noch PKW-Maße, zum Beispiel sind wir 3 Zentimeter kürzer als ein VW Passat. Also ich bin, ob ich in der Großstadt München, Berlin, sonst wo wohne oder auch woanders unterwegs bin, wir sind sehr flexibel, wir sind wendig, wir können zum Wertstoffhof, wir können zum Einkaufen fahren, ich habe ein Familienfahrzeug und zugleich aber die Option des Campens mit dabei. Das Fahrzeug an für sich durch die kompakten Maße ist natürlich praktisch für die Tiefgarage geeignet. Ich komme in jedes Carport und ich komme auch sehr gut in jede Standard- oder Fertiggarage und bin nie eingeschränkt. Das hilft mir auch, wenn ich mal in Gardasee fahre oder wenn ich mal auf die Fähre muss. Wir sind immer mit den Maßen im Standardpreis und haben nie mehr Ausgaben oder andere Einschränkungen. Der Wanderer hat eine Durchladelänge von insgesamt bis zu 3,5 Meter, da ich jeden Sitz ebenartig umklappen kann. Und ich habe ein Gesamtvolumen von über 3.500 Litern Zuladung. Also Waschmaschine etc. überhaupt keine Probleme oder mal einfach zum Möbelhaus. Wir haben ein GFK-Dach, Aufstelldach, das nach hinten aufklappbar ist. Das haben wir zusammen mit der Firma Camper Roof Europe entwickelt. Also da ist eine große Kompetenz dahinter von uns, aber auch von Camper Roof Europe. Das Dach beinhaltet in Rost und auch ein Bett und kann somit
sehr einfach immer mitgeführt worden, ist automatisch verbaut. Also wir sprechen nicht vom Zusatzmodul, sondern haben wirklich das im Auto immer integriert, dadurch aber keine Einschränkung in Höhe, Breite, Maße etc. Da oben können zwei Personen übernachten. Wir haben eine Bettbreite von 1,10 Meter und 1,90 Meter Länge, also zwei Erwachsene, wahlweise drei kleinere Kinder. Das Dach wird, wie gesagt, nach hinten aufgedacht. Wir erreichen dort eine maximale Stehhöhe für eine erwachsene Person, wie zum Beispiel mich, 1,90 Meter etc. Und haben links und rechts jeweils eine Öffnung mit Fliegen- oder Mückenschutzgitter und nach hinten ein Panoramafenster. Optional kann man natürlich Dinge wie eine Markise etc. anbauen. Optional und modular haben wir unser Möbelmodul, was wir auch gerade im Film gesehen haben. Das Möbelmodul ist ein absolut hochwertiger Innenausbau in Schreinerqualität. Also wir verwenden hier hochwertige Materialien, keine leichte Sparholz oder andere Materialien. Der ist hineinschiebbar und jederzeit wieder entnehmbar. Also ich gehe in meine Garage, ich habe einen kleinen Wagen dabei, wo ich das Modul draufschieben kann und dann aber auch innerhalb von 5 Minuten ganz leicht wieder einschieben kann. Mit 40 Kilo ist das mit einer Person, teilweise mit zwei Personen, sehr einfach zu bewerkstelligen. Ich habe eigentlich ein komplettes Haus dabei, das heißt, ich habe eine Küche dabei, ich habe ein Wohnzimmer oder eine Lounge dabei, ich habe ein Schlafzimmer dabei und optional auch ein Bad dabei, nämlich mit Duschmöglichkeit. Wir haben eine Küche, wo wir wahlweise ein Induktionsherd haben, einfach für Indoor oder im Fahrzeug kochen, aus Schutz- und auch Geruchsgründen, aber wir haben auch den transportablen und entnehmbaren Gasgrill dabei oder Gaskocher, den ich einfach mal an den See zum Angeln mitnehme, wenn ich meine frische Forelle gefangen habe etc. Dazu kann ich die Küche nutzen für natürlich Kochen, ja, für Waschen mit einer Spüle und ich habe sehr viel Stauraum, was Tassen, Teller oder auch Töpfe angeht. In diesem Modul integriert ist eine Trittstufe, die ist unter der Küche integriert. Die Trittstufe hilft mir von hinten einen leichten Zugang zu haben zu dem Fahrzeug an sich. Und die Trittstufe an für sich hat auch diverse Staumöglichkeiten für Mülleimer etc. Dieses Modul oder die Küchenzelle an für sich ist mit dem Elektromotor höhenverstellbar. Das macht uns sehr flexibel. Es ist sehr ergonomisch. Und zudem haben wir natürlich die Möglichkeit, wenn ich dann abends nach einem Feierabendbierchen Richtung Bett oder Schlafen gehe, auf eine Ebene zu bauen oder zu fahren innerhalb kürzester Zeit. Wir haben dann netto eine Liegelänge von 2,10 Meter und eine Breite von 1,20 Meter. Das heißt, oben 1,10 auf 1,90 Meter, unten 1,20 auf 2,10 Meter ergibt ergo mindestens 4 Personen, die in diesem Fahrzeug Platz haben. Zudem zu der Sitzecke, zu der Lounge kommt wie gesagt noch optional ein Bad mit Außendusche anbaubar und Duschzelt dazu. Das sind unsere drei Hauptmodule, das heißt wir haben ein Fahrzeug, das mit Dach integriert ist, also Fahrzeug multifunktionell, Dach immer dabei für zwei Personen für einen schnellen Wochenendausflug, optional die Möbel, das Möbelmodul für ein Wohnfeeling, Wohnatmosphäre. Dazu kann ich natürlich noch diverse Sonderausstattungen bekommen, wie eine Standheizung, ein Elektropaket mit Solarpanel, ein Style-Paket mit Alufelgen etc. pp. Das sind bis zu 8 Module. Das Fahrzeug ist in 7 Farben erhältlich und hat zusätzlich das Dach in Schwarz oder optional in Wagenfarbe. Genau. Habt ihr noch was oder seid ihr durch mit eurer Präsentation? Wir wären bereit für Fragen. Ihr wärt bereit für Fragen. Na also, dann wollen wir uns doch da nicht lumpen lassen und starten gerne die Fragerunde. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Vorstellung dieses spannenden Konzepts. Eine Frage, die reinkam, hat sich tatsächlich danach gerichtet, ihr habt sehr kurze Entwicklungszeiten nur dafür gehabt oder gebraucht. Wie schafft man es, ein Fahrzeug, ja ich glaube plus minus ein Jahr war es, in so kurzer Zeit zu entwickeln? Ja, sag ich mal mit vielen Nachtschichten. Aber wir haben eigentlich Spezialisten in jedem Bereich gehabt, die uns unterstützt haben, weil alleine schafft man das nicht. Für jeden Fachbereich, ob es Elektro ist, ob es Freiformflächen ist, haben wir Spezialisten drin und natürlich die jahrelange Branchenerfahrung, die wir haben, haben uns tatsächlich auch unterstützt. Zweite Frage, die uns erreicht hat, Thema Zielgruppe. An wen richtet sich das Fahrzeug? Wer soll es kaufen? Ja,
eigentlich an alle, wo ein Alltagsfahrzeug fahren wollen, das einfach mehr kann. Mehr Platz hat, mehr Flexibilität. Für Outdoor-begeisterte Personen, die einfach mal ihr Sportequipment reinstellen wollen und damit ein Wochenende am See verbringen. Für Familien, wo 7 Kinder haben und die mal zum Fußball fahren wollen. Für einfach Leute, die Outdoor-begeistert sind und einfach mal Wochenende die Freiheit suchen und einfach mal schnell rausfahren. Das ist natürlich erstklinisch für den Alltag, wenn man eine Stadt ausgelegt, wo man nicht viel Platz hat. Darum ist es aber klein, aber innen bietet es trotzdem jede Menge Platz, sodass man, denke ich mal, jeden, wo ein flexibles Alltagsfahrzeug haben will, erreichen. Mhm. Ihr hattet jetzt in der Präsentation den Citroën als Basisfahrzeug. Wie sieht es da aktuell aus? Wie sieht es künftig aus? Gibt es da irgendwie Bestrebungen, das Ganze zu verändern, zu erweitern? Also in der Präsentation, kurze Berichtigung, das war ein Peugeot Rifter. Entschuldigung, den Citroën habt ihr erwähnt, Entschuldigung, genau. Vor lauter, lauter. Wir haben es vorgehabt, auf allen 4 Basismodellen anzubieten. Das wäre der Opel Combo Life, der Toyota City Verso, der Peugeot Rifter, den man im Video gesehen hat, und der Citroën Berlingo. Wir haben uns aber aufgrund von den Paketen, was ein Citroën von vornherein anbietet, entschieden, dass es am besten zu uns passt. Dann wollen wir es vorrangig auf den Modellen Citroën-Modell anbieten. Aber die anderen Modelle sind da individuelle Anfrage auch natürlich auch möglich. Sehr gut. Und vielleicht noch ganz kurz für die Zukunft. Sobald Citroën es als E-Antrieb rausbringt, dann wollen wir es natürlich auch mit Elektromotor anbieten. Klingt spannend. Es kommt gerade noch eine Frage rein. Wie sieht es aus, Wanderer im Ausland? Gibt es da schon Möglichkeiten, euch außerhalb Deutschlands käuflich zu erwerben? Und natürlich jetzt noch die ganz spezielle Frage, England. Ist jetzt vielleicht in diesen Tagen ein bisschen kompliziert, aber fangen wir doch mal mit dem europäischen Ausland an. Also das wollen wir auf jeden Fall die nächste Zeit aufbauen. Jetzt haben wir sind gerade gestartet, mal auf den deutschen Markt fokussiert. Aber ich denke mal, im nächsten halben Jahr wollen wir dann auch die Internetseite zweisprachig haben, in Englisch auch. Und dann ist europaweit bestellbar. Sehr schön. Frage, wie sieht es aus mit Sitzen am Tisch? Ist es möglich, dass man wirklich aufrecht sitzt, auch wenn das Schlafdach eingeklappt ist? Ganz klar ist nein. Darum bietet man es auch nur mit Aufstelldach an. Also man kann die Möbelbox auch separat kaufen, aber man kann nicht aufrecht sitzen. Darum macht es absolut Sinn mit Aufstelldach. Mhm. Schlafdach? Fragezeichen. Panoramafunktion? Fragezeichen. Ist es möglich, das irgendwie nach vorne dann zu öffnen? Ja, man kann das komplette Panoramadach ringsherum aufmachen. Dann hat man dreiseitig freien Blick. Wir haben seitlich natürlich auch Mückengitter, die man aufmachen kann, und vorne eine Scheibe, wo man rausschauen kann. Sehr, meine Herren, also hier prasseln die Fragen, wirklich, ihr seht schon, ihr habt hier wirklich wohl einen Nerv getroffen. Fassungsvermögen, Frischabwassertank, wie schaut es da aus? Wir haben 12 Liter Tank, Frisch- und Abwasser. Vielleicht ergänzend dazu, Frisch- und Abwassertanks sind einzeln zu entnehmen. Man muss das Fahrzeug nicht bewegen. Mhm. Man kann einfach nur den Tank rausnehmen, leeren, auffüllen, wieder rein, Auto bleibt stehen. Perfekt. Muss man das Fahrzeug an den Strom hängen oder kann es autark über eine Zusatzbatterie laufen? Wie schaut es da aus? Wir haben eine Zusatzbatterie verbaut. Die wird auch über Solarpanel aufgeladen. Das hat 140 Watt. Mhm. Und ist somit auch mehrere Tage autark verwendbar. Sehr schön. Mit Blick auf die Zeit haben wir noch Zeit für eine Frage. Und da ist die Frage nach den drehbaren Sitzen. Habt ihr sowas? Gibt es sowas? Wird sowas kommen? Ich denke mal, damit ist eine Drehkonsole von der Vordersitze gemeint. Ich vermute, ja. Nein, das macht in unserem Fall keinen Sinn, wenn man die Beinfreiheit nicht hat. Mhm. Weil dahinter kommen gleich die umgeklappbaren Sitze. Und die behindert einen einfach mit der Beinfreiheit. Darum ist das keine Möglichkeit.
Perfekt. Dann sage ich an dieser Stelle euch ein herzliches Dankeschön A fürs Hiersein, B fürs Konzept präsentieren in der Halle, den Kolleginnen und Kollegen Journalisten, die sich dafür interessieren. Ich wünsche viel Erfolg, A fürs Konzept generell, aber B natürlich auch für den restlichen Verlauf des heutigen Tages. Und ja, allen zu Hause darf ich gerne nochmal ans Herz legen, weil so viele Fragen gekommen sind, gerne weiter fragen. Wanderer ist da und ja, nutzt die Möglichkeiten des Chats, gibt alle Antworten auf alle Fragen, die kommen und viel Erfolg allen Beteiligten. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sind gleich wieder zurück.